Stefan Maross, Abrechnung mit Anna-Karina Wojcik. Seit November 2022 sind Stefan Maross, 47, und Anna-Karina Wojcik, 30, kein Liebespaar mehr. Jetzt kapselt sich der Moderator auch beruflich immer mehr von seiner noch Ehefrau ab. Stefan Maross und Anna-Karina Wojcik waren die letzten Jahre ein Herz und eine Seele. Nichts und niemand konnte sich zwischen das Ehepaar stellen, das glaubten die beiden jedenfalls bis zum letzten verhängnisvollen Sommer. Da fing nämlich ihre Beziehung an zu bröckeln. Alle Versuche, wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, waren vergeblich und im November 2022 folgte schließlich die offizielle Trennung. Auf Beziehungsebene haben sich Anna-Karinas und Stefans Wege also getrennt, beruflich sollte es jedoch erst einmal gemeinsam weitergehen. Dies machten sie auch Ende des Jahres über ihre Instagram-Kanäle mit einem Statement deutlich. Wir blicken auf 6 aufregende, gemeinsame Jahre zurück. Uns beiden ist es unglaublich wichtig, auch weiterhin als Team zu agieren, oder wie es in einem unserer Duette heißt, stark wie zwei zu sein. Dem jeweils anderen, sein Glück aus vollstem Herzen zu gönnen. Eine Trennung kann auch mit Verständnis füreinander funktionieren. Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. In der Theorie ist es eine schöne Idee, auch über eine Trennung hinaus weiter zusammenzuarbeiten, doch kann das in der Praxis auch wirklich funktionieren? Die letzten Wochen zeigen, bei dem ehemaligen Schlager-Traumpaar wohl eher nicht. Der erste Hinweis darauf, dass Stefan Maross und Anna-Karina Wojcik wohl doch nicht komplett beruflich in der Zukunft an einem Strang ziehen werden, kam bereits Ende vergangenen Jahres auf. Laut der Bild hat der 47-Jährige bereits die Vertragsverlängerung für seine Sendung Immer wieder sonntags bekommen. Auch die neuen Termine sind bereits bekannt. Anders steht es um die Zukunft von Anna-Karina in der Show, denn die wird mit keinem Wort erwähnt. Das noch Ehepaar geht bald, wie schon lange geplant, auf ihre Immer wieder Schlagertournee. Zwar werden die Blondine und der Moderator keine Liebesarien mehr singen, aber die beiden gemeinsam auf der Bühne wollen sie ihren Fans nicht vorenthalten. So rosig sieht die Zusammenarbeit in der Hinsicht aber doch nicht aus, denn mittlerweile wurde der Slogan auf dem Plakat von Stefan Maross Anna-Karina Wojcik präsentieren, in Stefan Maross präsentiert, geändert. Autsch, doch damit nicht genug, denn jetzt folgt die nächste Abkapselung Maross von der Schlagersängerin. Gemeinsam gründete sie die Veranstaltungsfirma WM Musik Media. Beide waren dort Geschäftsführer, bis jetzt, denn auf der Webseite findet man nur noch den Moderator unter der Leitung vor.